Die Vorfreude riesig bei den Flüchtlingen aus den Hamburger Messehallen. Rund 400 von ihnen haben eine der begehrten Freikarten ergattert, St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Zuvor noch eine kleine Stärkung von Afghanen für afghanische Flüchtlinge. Ein landestypisches Gericht, spontane private Hilfe. Wir sind selber Flüchtlingskinder. Wir sind seit 15 Jahren in Deutschland und wir wissen genau, wie das ist. Man kann immer noch viel mehr machen. Also ich habe gerade Reis verteilt, ich habe zum Schluss gesehen, kleine Kinder, die haben nichts mit, also nicht gekriegt. Ich werde morgen noch mal kochen und hier bringen. St. Pauli-Millantor-Stadion. Für mehrere hundert Flüchtlinge ist es der erste Besuch in einem deutschen Fußballstadion. In Hamburg haben die meisten Leute ein Lächeln für uns Flüchtlinge über. Man fühlt sich willkommen. Er gibt zwar nicht sein letztes Hemd, aber er verschenkt sein Trikot. Viele St. Paulianer zeigen sich den Flüchtlingen gegenüber hilfsbereit. Das kann nur ein kleiner Tropfen sein, den ich wieder an die Gesellschaft zurückgeben kann. Ein Foto für die Ewigkeit, denn für die Kinder dieser Flüchtlinge wird ein Traum wahr. Rund 30 von ihnen dürfen den Fußballstars heute so nah sein wie niemand sonst. Als Einlaufkinder an der Hand zum Beispiel von Dortmunds Neven Subotic, der einst selbst als Kind mit seinen Eltern aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland geflüchtet ist. Um ehrlich zu sein, als wir mit den Kindern eingelaufen sind, musste ich einmal ganz tief schlucken. Man kann sich nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, was die Leute durchgemacht haben, um nach Deutschland zu kommen. Die Aktion der beiden Clubs ein Zeichen nach außen. Seht her, ihr seid willkommen, ein Anfang, mehr aber nicht. Das Entscheidende ist letzten Endes, dass wir damit natürlich nur darauf aufmerksam machen wollen, dass es auch weitergehen muss. Und dass sich unsere Haltung und Einstellung von uns allen nicht verändern muss, aber dass es nicht nur um so einen Tag geht, sondern um den Alltag der Menschen. Fußball wurde auch gespielt. St. Pauli verliert 1:2, sorgt aber dennoch für Begeisterung. Vielen Dank, Deutschland, ein schönes Land, und Hamburg ist toll. Ich liebe Deutschland. Echt? Ja, mein Lieblingsland ist Deutschland. Willkommen, Flüchtlinge. Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund haben heute Abend zumindest schon mal ein Zeichen gesetzt.